Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich bin's, euer Jesus-Mensch, und ich begrüße euch zum 13. Update-Video zu meiner Cannabis-Pflanze. Und ich habe das jetzt hier mal in diesem Weitwinkelmodus angefangen, um euch mal zu zeigen, wie groß die inzwischen geworden ist. Beim letzten Video war sie ungefähr bis hier und sie ist jetzt gute, ja, ich würde sagen 25, 30 Zentimeter nochmal gewachsen. Ich habe inzwischen umgestellt auf den 12-Stunden-12-Stunden-Rhythmus. Ich hatte mir letztens die Frage gestellt, ob da schon Blütenansätze sind. Und tatsächlich kommt jetzt hier oben anscheinend eine wunderschöne Blüte bald raus. Es fängt jetzt langsam an, auch an anderen kleinen Orten wie beispielsweise hier unten drin. Da fängt es auch langsam an. Da beginnt auch langsam meines Erachtens nach eine Blüte. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich recht habe oder nicht. Aber jedenfalls, sie ist unglaublich groß geworden, meine Atlant CBD. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Ich habe keinerlei Probleme mehr mit irgendwelchen lebenden, rumfliegenden Viechern. Ja, aber wie ihr vielleicht auch seht, da oben ist jetzt meine komplette Technik. Die Lampe kann ich nicht mehr höher hängen und der Platz zwischen Lampe und Pflanze ist doch ein wenig klein. Ja, die Lampe hängt am höchsten Punkt tatsächlich, wo ich sie überhaupt aufhängen kann. Hier oben ist dann der Filter und höher kann ich sie nicht mehr hängen, weil Filter. Und das ist so mein ganzes Aufhängkrams da oben. Der Filter hängt auch eher schräg. Besser ist das nicht zu machen. In so einem 120 cm hohen Zelt. Aber ich wollte ja so ein kleines Zelt haben. Und inzwischen muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass es nicht zwei Pflanzen geworden sind, weil, mal ganz ehrlich, wenn man sich das hier mal so anschaut, die nimmt unten auf jeden Fall den kompletten Platz des Zeltes ein. Also ich habe hier vielleicht noch, weiß ich nicht, 2-3 cm Platz und auf der Seite auch nur 2-3 cm Platz. Also viel ist das nicht. Vorne und hinten das gleiche. Aber seht euch einfach mal an, wie wunderschön sie geworden ist. Ne? Schaut euch das mal an. Sehr hübsch. Ja, ich wollte euch das einfach mal zeigen. Schreibt gerne wieder Kommentare. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe, wie gesagt, jetzt seit ungefähr 2 Wochen umgestellt. Das Video kommt jetzt auch nicht Freitag, sondern heute am Samstag. Temperatur kann ich euch leider gerade nicht zeigen, weil mir tatsächlich in der letzten Nacht die Temperaturanzeige kaputt gegangen ist. Ich hatte hier ein bisschen viel Wasser drin. Aber es ist zurzeit ungefähr, ich würde schätzen, 25 Grad warm. Luftfeuchtigkeit kann ich jetzt nicht so gut schätzen, aber ja. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, das kleine. Und von daher würde ich sagen, drückt die Glocke, drückt auf den Daumen nach oben Button. Und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und von daher würde ich sagen, Tschüssikowski und haut rein.